Nee, Deutschland war eingestellt, ich hab's gelassen. Ich hab das schnell im Profil erstellt und hab's wieder zugemacht. So, guten Tag, ich bin der Fahrlehrer, Mr. Flecktarn. Sie fahren. Das ist leider kein Fahrschulauto, muss ich Sie enttäuschen. Beim Fahrschulauto ist da unten auch Gas, Kupplung und Bremse. Ich hol den hier bei deinem einen Apart mit, ne? Sind zwei. Ich bin dein Fahrlehrer, du fährst hier gerade Moped, ich bin dein Moped-Fahrlehrer. Ne? Aber der Moped-Fahrer. Wenn du Motorradführerschein machst, fährt halt wirklich der Fahrlehrer am Auto hinterher. Ich weiß. Wie soll er sich etwa hinter dich aufs Motorrad setzen oder was? Wenn es ein zweiter Test ist. Ich stehe die Rüstung wieder. Achso, ah, jetzt sehe ich was das ist. Welchen holst du? Ich hol den da hinten bei deinem einen Apartment. Ah, ja, ich sehe welchen. Dann hol ich den an. Ich sehe jetzt anhand deiner Richtung, welchen du wahrscheinlich holst und holst du. Na, bist du denn? Ach du Scheiße, Digga. Ich habe einen ausgewählt, der nicht so weit weg ist. Fuck. Frag ihn die scheiß Wand, du scheiß Aki. So, ich hab meinen. Na, ja, ich hab so ein Arschloch hinter mir, das auf mich schießt. Jo, der Praktik. Hallo, könntest du mal aufhören damit? Ich hab irgend so eine Volltrottel hinter mir, die auf mich schießen. Dann bin ich gleich beim Yachthafen, da ist auch einer. Ja, es sind zwei. Nun, also noch eine. Ja, aber ich bin jetzt beim Yachthafen, das ist auch eine. Okay, mein Pisswasserauto hat einleuchten, ich schieße das hier auf Reifen. Ja, ist doch schön. Ja, ist ja eh geil. Ich steig ja eh gleich, wenn die Typen tot sind. Es ist schon wieder einer dazugekommen, hä? Hä, es sind schon wieder zwei Güterdinger. Keine Ahnung, es sind nur drei, die wir brauchen. Vielleicht kann man die ja mehrere noch umplanen. Ja, einer steht bloß, das blaut ja mal, bis man hin und zurück fährt, den wieder hin. Oh, piss dich. Ich könnte ja auch mal einen Hut abholen, aber hier sind irgendwie fünf Leute, die auf den Schießen können. Also jetzt reicht's auch mal. Ah, ein Flacken. Ich hol diesen komischen Insurgent Pickup mit Geschütz oben drauf. Bei mir steht ein Flacker am Hänger mit. Oh, danke! Mit diesem komischen Dings, so weißt du, das Auto ist los. Also das wird wohl ein größerer heißt. Jetzt bin ich. Danke, GTA, dass du meine Zeit verschwendest. Erst mit diesen Vollhongs, die auf mich schießen, jetzt baust du mich statt oben an der Karte. Und im scheiß Kanal. Danke für diese Zeitverschwendung. Ja, ich versuche den anderen noch zu holen. Ich versuche die schnellmöglichste Route zu nehmen, weil ich bin noch 900 Meter entfernt von daher. Ja, ich muss endlich diesen einen Typen, der mich erschossen hat, jetzt loswerden. Sonst komme ich nicht weiter. Wo ist dieser Vollidiot? Hör nie mal auf. Da hat meine Mini-MP gewonnen. Da wäre ich mir schon wieder halb tot gewesen. Du hast doch im Interaktionsmenü noch in die gekauften schusslichen Resten, die du nehmen kannst, die du mal gekauft hattest. Ich auch nicht. Jetzt sind sie so. Alle tot. Ja. So. Ich muss ja nur 2,6 Kilometer das Ding wegfahren. Ist ja nur ein Flakanhänger, den ich durch die Gegend kutschieren muss. Ich hoffe, versuche noch den anderen zu holen, ne? Es ist ja nur so, dass ich direkt, als ich aus dem Yachthafen rausgefahren bin, in so einen Affenarsch reingefahren bin, der mich fast totgeschossen hat und der mich gefühlt jetzt einfach aus dem Auto gesprungen hat. Ich fahre dann mal 4,4 Kilometer, ne? Ja, ich fahre mal. Einfach weg von meinem Nike-Shop. Haut einfach ab.
Ich hole mal den, der 4,4 Kilometer entfernt ist, ne? Das passt dann. Er steht ja zwar vor dem Dings, aber es hat einfach immer noch den Platten. Ja, weißt du, was ich auch amüsant fand? Also ich wusste gar nicht, ich hab zwar nicht gereiht, warum er so reagiert hat, aber irgendwie fand ich es amüsant. Was war los? Dann standen wir so, kann man ja auch wieder Auto wegschalten. Deswegen hat über den Zug gesprungen, mit meinem LKW. Jo. Na, man kann ja in der Autowerkstatt auch so Kundenaufträge annehmen und Autos reparieren, ne? Ich habe mir extra dafür einen Mitarbeiter geholt, ne? Der die Autos wegbringt, ne? Oh, du warst zu langsam. Hä? Hä? Wieso bin ich jetzt aus dem Auto rausgeflogen? Die Zeit ist abgelaufen. Hä? Vorbei. Ja. Die 10 Minuten brauchen wir, um die 3 Dinger zu besorgen. Das ist nicht so schlimm. Ja, dann steht der Erz halt hier und ja. Ja, ist egal. Wir haben 2 von 3. Wir müssen mit den 2 Sachen dann auskommen. Die Sache ist, wir haben. Das ist zum Abwehren. Wir sind doch eh nur zu zweit. Wir können doch eh nur. Na gut. Den Insurgent oder den Flak-Anhänger bedienen. Also, ne? So schlimm ist es auch. Wir können. Nicht. Ja, dann lass aber eher den Insurgent nehmen, weil der ist, glaube ich. Ja, werden wir dann ja sehen, wie es kommt. Aber, ne? Da steht das Fahrzeug, was ich klauen musste. Oh, unser Sponsor. Ja. Ich zocke jetzt mal eins deiner Automatenspiele. Oder ich kaufe mir einfach einen Buslenker. Es gibt doch dieses Logitech Stytech Farm Sim Controlling. Das ist für Farming Simulator. Ich glaube, es gibt auch eins für Bus. Junge, ist das ein verpixeltes Spiel. Ja. Hätte ich dir auch schon sagen können. Oder hier, der Logitech G-Driving Force Schalthebel 6 Gänge. Schema. Ja, der kostet nur 41,90, der ist günstiger. Ja. Ja. Ja, den kaufe ich mir einfach, den Schalthebel. Scheiße, ey, wo mein Rennlenker ja von Logitech kompatibel. Ich hätte ihn einfach so daneben gestellt, Alter. Das extra Gerät. Mal Schalten nehmen zu können, ne? Besonders weil das Lenkrad nur 2 Pedale hat, also die Kupplung fehlt. Du hast aber so lange gebraucht, dass deine Einladung schon ausgelaufen ist. Wie kann ich das Spiel beenden? Weil wenn du, glaube ich, rausgehst mit B oder so. Nee. Okay, du hast den Transponder und die Verstärkung. Bleibt nur noch eine Frage. Bist du bereit, einen abgefahrenen Arm zu... Okay, bin draußen aus dem Game.